an der Psychiatrischen Universitätsklinik Burghölz in Zürich sind 1966 49 Patienten mit dem noch nicht zugelassenen Wirkstoff Doxepin behandelt worden. Das Testpräparat haben die Ärzte an allen 5 Unikliniken in der Schweiz gleichzeitig getestet, wie die Publikation von 1966 zeigt. Insgesamt 130 schizophrene und depressive Patienten haben Doxepin mit einer Spritze oder als Tabletten bekommen. Die Alterskategorien der Testpatienten sind von 10 bis 89 gegangen. Das Testmedikament hat den Namen MF10K, zur Verfügung gestellt von einer deutschen Firma. Der neue Wirkstoff hat 34 verschiedene Nebenwirkungen gehabt, vom Kollaps bis zu Halluzinationen. Ob Patienten über Tests und Gefahren informiert wurden, ist nicht dokumentiert. Entsprechende Gesetze, die Patienten schützen, hat es dann noch keine gegeben. Laut Historiker hat die Ärzte in dieser Zeit Patienten darum nicht immer gefragt, ob sie beim Test mitmachen wollen. Der Historiker Urs Germann hat schon mehrmals Medikamententests untersucht. Bei schizophrenen Patienten hat es vor allem Parkinson-ähnliche Nebenwirkungen gegeben. Der Urs Germann hat eine Hörbehinderung, darum ist das Reden für ihn etwas schwierig. Dass sie zum Teil Schluckbett, unschwere Bewegungsstörungen, Unruhe, dass jemand nicht mehr stillstehen kann. Man weiß aber auch von einzelnen Medikamenten, die nicht auf den Markt gekommen sind, dass sie zum Beispiel die Augen geschädigt haben oder auch das Blutbild verändert haben. Es verändert das Blutbild und Augenverletzungen. Testpräparate haben die Pharmafirmen in den Kliniken wie hier in Basel in der Regel gratis zur Verfügung gestellt. Für die Pharmaindustrie ist es wichtig, dass die neuen Wirkstoffe an so vielen Kliniken wie möglich getestet werden können. Für die Pharmaindustrie war es wichtig, dass sie und testen und Ergebnisse, die sie von verschiedenen Kliniken können vergleichen können. Es war für sie auch wichtig, dass man die Wirkungen von diesen einzelnen Präparaten möglichst und differenziert umfassen konnte. Wie viele Medikamente die Basler Pharmaindustrie in den 50er, 60er und 70er Jahren in der Schweiz getestet hat, ist nicht bekannt. Weder Roche noch Novartis als Folgeunternehmen von Geigy, Sandoz und Ziba können Auskunft darüber geben. Medikamententests hat es an vielen nicht-universitären Kliniken gegeben, wie hier in Münsterlingen. Recherchen von Schweiz aktuell zeigen jetzt, dass neben Münsterlingen, St. Urbe und Herisau auch Zwil im Kanton St. Gallen und Münsingen noch nicht zugelassene Medikamente getestet worden sind. Zum Beispiel Marsilid von Firma Roche. 41 Frauen und 16 Männer bekommen 1958 den neuen Wirkstoff zu Münsingen. Die Wirkung ist in vielen Fällen positiv, den depressiven Patienten geht es besser. In drei Fällen muss der Test aber wegen der Nebenwirkungen abgebrochen werden. Und ein 79-jähriger Testpatient stirbt nach einer Lungenentzündung an Herzversagen. Todesfall hat es auch zu Münsterlingen gegeben. In einem Protokoll von einem Test mit dem Medikament G2250 von 1954 und 1955 sind 5 Todesfälle notiert, vermerkt mit einem Todeskreuz. Über Todesursache steht nichts. Die Brida von Gastelberg ist Vizepräsidentin des Schweizerischen Patientenschutz. Dass es bei den Tests zu so heftigen Nebenwirkungen und sogar zu Todesfällen gekommen ist, hat für sie vor allem damit zu tun, dass Patienten in dieser Zeit noch keine Rechte hatten. Das war wahrscheinlich sehr im Ermessen des Arztes, wenn er so ein Experiment stoppt und wie viel er im Namen des Patienten gewillt ist, zu übernehmen an Nebenwirkungen. Die Patienten haben ja kein Recht gehabt und sie haben sich auch nicht wehren. Wir haben die Nebenwirkungen in Kauf genommen und wir haben auch gewusst, dass bei bestimmten Patientengruppen die Nebenwirkungen Risiken beinhalten. Aber ich denke nicht, dass die Ärzte explizit oder den Tod von den Patienten gebilligt haben. Momentan werden in Münsterlingen und Zürich die Medikamententests untersucht. Darum kann es gut sein, dass noch mehr als 4'200 Patienten von den Tests betroffen sind. Was bereits heute klar ist, von den getesteten Wirkstoffen sind die meisten zugelassen worden und sind noch heute im Handel.